Lift und Treppe. Nicht jung bleiben, aber dranbleiben. Soll ich die Treppe nehmen oder nehme ich den Lift? Das wäre ja viel bequemer. Mein Name ist Hans-Peter Wittmer, ich bin 67 Jahre alt. Soll ich als jetzt älter werdender Mensch noch die Treppe hochsteigen? Oder soll ich es mir jetzt bequem machen und im Lift hochfahren? Dafür ist der Lift doch da. Meine Antwort auf diese Frage ist wesentlich davon bestimmt, wie ich das Älterwerden, wie ich das dritte Drittel des Lebens sehe. Markus Müller bezeichnet das dritte Lebensdrittel als die Champions League des Lebens. Im Buch mit diesem Titel begründet er, warum Älterwerden das Beste ist, was uns passieren kann. Markus Müllers Sicht auf das Älterwerden inspiriert und motiviert mich. Sie motiviert mich gerade auch dazu, mir ganzheitlich Sorge zu tragen. In diesem Video befasse ich mich hauptsächlich damit, wie wir unserem Körper Sorge tragen können. Meine Absicht ist, uns dazu ein paar, so hoffe ich, ermutigende und glustig machende Anstöße und Ideen zu geben. Lift und Treppe. Ich bin als älterer Mensch froh, dass es in diesem Wohnhaus einen Lift gibt. So muss ich nicht mühsam meine vollen und schweren Einkaufstaschen über die Treppe in meine Wohnung hochschleppen. Der Lift macht mir vieles einfacher, leichter und bequemer. Doch oft, vielleicht sogar meist, habe ich nichts zu schleppen. Ich könnte also eigentlich auch über die Treppe zu meiner Wohnung hinaufsteigen. Zugegeben, das ist weit weniger bequem und es ist anstrengend. Beim Treppensteigen steigt mein Puls und mein Atem geht schneller. Vielleicht schmerzen mich sogar die Beine und morgen habe ich möglicherweise Muskelkater. Lohnen sich solche Strapazen? Soll ich mir das als älter werdender Mensch noch antun? Ich meine ja, denn das Treppensteigen hilft mir, mich körperlich so fit wie möglich zu halten. Die Treppe ist wie ein Trainingsgerät. Wenn ich sie hochsteige, tue ich meinem Herzen, meinen Muskeln und meinem Körper als Ganzem etwas Gutes. Was passiert hingegen, wenn ich nur noch den Lift benutze? Kondition und Kraft gehen mir immer mehr verloren. Und das vor allem, weil ich den Körper zu sehr schone und nicht nur, weil ich älter werde. Damit beginnt ein Teufelskreis. Je weniger Kraft und Kondition ich habe, desto mehr gehe ich Anstrengungen aus dem Weg. Die Folge ist, dass Kraft und Kondition noch mehr abnehmen. Das hat möglicherweise Konsequenzen. Es können verschiedene Beschwerden auftreten, Rückenschmerzen zum Beispiel. Wenn sich meine Rückenmuskulatur zurückbildet, wird meine Wirbelsäule mit Wirbeln und Bandscheiben stärker belastet. Der Druck auf die Nervenbahnen nimmt zu, Schmerzen entstehen. Darum hat mein Vater mit 90 noch zu mir gesagt: Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Worum geht es jetzt ganz konkret? Und worum auch nicht? Es geht nicht darum, jung zu bleiben und mit den Jungen mithalten zu wollen. Doch es geht darum, dran zu bleiben. Mit dranbleiben meine ich Folgendes. In jedem Lebensalter habe ich bestimmte seelische, geistige und körperliche Möglichkeiten. Diese will ich voll zur Entfaltung bringen. Ich will mich nicht davon bestimmen lassen, was alles nicht mehr geht, sondern davon, was immer noch oder jetzt erst recht möglich ist. Das will ich tun, nicht nur hier und da, sondern regelmäßig, möglichst täglich. Ich mache es mir zur Gewohnheit.
Sich etwas zur Gewohnheit machen ist nicht ganz einfach. Es braucht dafür Disziplin, oft auch Überwindung. Aber eines ist sicher, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Wir können uns das jedoch leichter zur Gewohnheit machen, wenn wir schon in jüngeren Jahren damit beginnen. Deshalb, wenn ich heute die Treppe nehmen kann, dann nehme ich die Treppe, auch wenn es mit dem Lift bequemer wäre. Natürlich stehen wir alle an einem anderen Ort. Für einige habe ich mit dem bisher Gesagten quasi Wasser in den Rhein getragen. Für sie ist das alles eine Selbstverständlichkeit. Andere haben sich bisher nicht so um ihre körperliche Fitness gekümmert. Sie stehen damit ganz am Anfang. Aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund. Gerade für Anfänger möchte ich einige Beispiele geben, wie der schwere Anfang gar nicht mehr so schwer sein muss, sondern sogar Lust machen kann auf mehr. Nehmen wir an, ich wohne im vierten Stock eines Hochhauses. Normalerweise steige ich in der Tiefgarage aus meinem Auto, steige in den Lift und fahre mit ihm bis vor meine Wohnungstür. Wie wär's, wenn ich ab heute mit dem Lift nur noch bis in den dritten Stock fahren und die letzte Treppe zu Fuß hochgehen würde? In 2 Wochen hätte ich vielleicht dann schon die Kraft, 2 Treppen hochzusteigen. Und in 2 Monaten muss ich den Lift gar nicht mehr benutzen. So wird die Treppe zu meinem täglichen Trainingsgerät und das ohne großen zusätzlichen zeitlichen Aufwand. Normalerweise sitzen wir beim Fernsehschauen. Wir könnten jedoch immer wieder für 2 oder 5 oder 10 Minuten aufstehen und an Ort gehen und dabei die Knie etwas heben und mit den angewinkelten Armen die Gehbewegung kräftig unterstützen. Wer sich auf den Beinen unsicher fühlt und um sein Gleichgewicht besorgt ist, kann Wanderstöcke zur Unterstützung benutzen. Wanderstöcke sind überhaupt eine prima Unterstützung beim Gehen und Wandern. Sie lassen einen gerade bei Gleichgewichtsproblemen mehr Sicherheit erleben und haben den Nebeneffekt, dass auch die Schulterpartie aktiviert und trainiert wird. Regelmäßige Spaziergänge in Feld und Wald tun sehr gut. Statt immer in gemütlichem Tempo zu schlendern, könnten wir für eine gewisse Zeit das Tempo variieren. 1 Minute lang schneller gehen, dann wieder 2 Minuten in langsamem Tempo. Anschließend wieder 1 Minute schneller, danach 2 Minuten langsam. Diese Abfolge 3 bis 5 Mal wiederholen. Eventuell mögen wir nach ein paar Wochen während der schnellen Minuten sogar etwas joggen. Auch hier die Unterstützung der Wanderstöcke nutzen. Lift und Treppe. Ich nehme meist die Treppe, weil ich damit meinem Körper etwas Gutes tue. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Es tut nicht nur meinem Körper gut, wenn ich ihn regelmäßig trainiere. Nein, es tut auch meiner Seele und meinem Geist gut. Es hilft mir, dass mir meine Lebensfreude erhalten bleibt oder sogar neu geweckt wird. Es hilft mir, all den Herausforderungen des Älterwerdens zuversichtlicher zu begegnen. Und es hilft mir, all die Chancen und Möglichkeiten des Alters zu erkennen und zu ergreifen. Meinem Körper und damit mir als ganzem Menschen etwas Gutes tun, dafür gibt dieses Video ein paar Anstöße. Weitere gute Ideen finden wir zum Beispiel auf der Webseite von Prosenektute. Wenn immer möglich, regelmäßig die Treppe nehmen statt den Lift. Ich wünsche Ihnen den Mut, die Entschlossenheit und die Freude, das Treppensteigen
und die eine oder andere der im Video genannten Ideen mehrere Wochen lang auszuprobieren. Aus eigener Erfahrung bin ich überzeugt, Sie werden es nicht bereuen, sondern darüber erstaunt sein, wie gut es Ihnen tut, Ihrem Körper und auch Ihrer Seele und Ihrem Geist.